Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Siedler 5, dem Erbe der Könige im neuen Jahr. Ist der 1.1.2021. Und wir gehen weiter zur Invasion im Norden, Drakonien. Diese Mission verlangt euch Höchstleistung ab. Drakon, eine riesige Festungsanlage im Norden des Königreichs, wird von Kerberos, Vark und Mary de Morphichee belagert. Verteidigt eure Stadt und schlagt nur dann mit vollster Kraft zurück. Eine Karte. Die nächste Karte in der Reise der Invasion im Norden. Nachdem wir in der letzten Aufnahme ja die Feste Nuamir da entsetzt hatten. Erik ist ja zurückgeblieben und wir sind unterwegs, um mit Ari das ganze Gebiet zu halten. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht bei dieser kleinen Story. Sobald der Ladebildschirm durch ist, versteht sich. Dari und Ari sind im Norden des Königreichs aufgebrochen, um dort nach dem Rechten zu sehen. Ich kann nicht skippen. Im Königreich geht das Gerücht um, dass Kerberos, Vark und Mary wieder einmal vereint sind. Escape funktioniert nicht. Sie würden erneut versuchen, die Macht über das Reich von Norden her an sich zu reißen. Nicht das Reich von Norden. Überprüft den Wahrheitsgehalt der Gerüchte. Gerne. Wir sollten uns zunächst bei den Leuten hier in der Nähe informieren. Sie wissen bestimmt mehr als wir. Ach was. Ari ist ja gut, an Gerüchten nachzugehen. Sagte Erik zumindest letztes Mal. Oder Dario. Dario ist bereits nach Drakon aufgebrochen, während ich hier die Stellung halte. Wir dürfen immer nur mit einem Helden unterwegs sein, nicht wahr? Und ich gehe fest davon aus... Ja, wir müssen mit unserem Leib sprechen. Wir haben keinen Auftrag direkt. Ach, Dario ist schon hier. Aber wir können ihn nicht benutzen, okay. Und wir müssen sicher schon, dass unsere Helden wahrscheinlich nicht sterben. Sicher. In typischer Ghoul-Manier machen wir jetzt mal die Uhr an. Sicher, sicher. Wer seid ihr? Und was wollt ihr von mir? Nun, sah so aus, als würdet ihr mit mir sprechen wollen, Igor. Nun fällt's mir wieder ein. Seht doch mal, wie die Flüsse hier so aussehen. Hier scheint das Wetter nicht gerade beständig zu sein. Oh nein, nicht schon wieder. Das Wetter heute nicht. Dem Anschein nach sitzen wir hier auf einer Insel fest. Oh nein, eine Insel. Schon wieder. Von dieser Insel aus kommen wir vermutlich nur im Winter weg. Ari wird sowas von ersaufen. Ja, guck mal, da ist hier gewesen. Das ist ganz wichtig. Ja, ja. Nein, Leiby, komm zurück. Ich hab's nicht so gemeint. Lieber als das. Wir sollten finden, dass unsere Ressourcen weiter ausgezehrt werden. Bauen wir das Dorfzentrum auf. Sicher. Wie ihr befehlt. Ja. Wir sind auf einer Insel. Natürlich. Zwei Berge. Natürlich. Tag, schön. Sind die Mauern dort hinten? Innerhalb dieser Mauern befindet sich Stadt Drakon. Nein. Leider herrscht dort zurzeit Krieg. Wie dieser Stein uns gerade sagt. Dann sollten wir Drakon schon längst zur Hilfe eilen, bevor es zu spät ist. Okay, wir sollten aber zuerst eine florierende Stadt aufbauen. Rief Dario einfach quer über den ganzen Kontinent. Im Winter und mit genügend Truppen können wir Drakon dann zur Hilfe eilen. Gute Idee. Eine meiner Trupps kann uns bei dieser Aufgabe helfen. Einmal. Oder die haben sich einfach so eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht und reden darüber miteinander. Wir haben hier.
Verbündeten wird angegriffen. Es existiert ja echt dieser akute Bauplatzhass, nicht wahr? Ja, ja. Schnell all unser Geld in Leib eingestecken. Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Wie ihr wünscht. Nein, mit darum können wir nichts machen. Auftrag. Kein wirklicher. Freilich. Freilich. Wir sind gebunden an den Winter. Puh. Endlich finde ich euch. Leo, der Drakon der Kundschaft. Beruhig dich doch erstmal. Ihr seid ja völlig außer Atem. Okay, dann muss ich jetzt außer Atem sprechen. Was gibt es denn so Wichtiges? Herr, der Bürgermeister von Drakon schickt mich zu euch! Das hörte sich übermäßig orgasmisch an. Er möchte dringend mit euch sprechen. Scheint sehr wichtig zu sein. Und wo finde ich den Bürgermeister von Drakon? Athos natürlich. Bei seiner Burg! Natürlich! Ich werde seine Position auf der Karte markieren, damit ihr ihn auch später leicht finden könnt. Und es beginnt zu regnen. Herr, man hat euch mit einer neuen Aufgabe betraut. Eine Aufgabe! Geht mit Darin nach Drakon und sprecht mit dem Bürgermeister. Das machen wir, wenn es aufgehört hat zu pissen. Wir haben hier noch Sachen zu tun. Wir müssen hier Bauplatz schaffen. Ja, ja. Wenn ihr es für richtig haltet. Na gut. Wir verfügen über Lehm. Wir verfügen über kleine Mittel an Stein. Und endlos viel Holz auf dieser kleinen Drecksinsel. Ja, Mann. Ja, in Ordnung. Wie ihr wollt. In Ordnung. Ich nehme an, Drakon wird sich wahrscheinlich dann vollkommen erkunden lassen, sobald wir mit dem Bürgermeister gelabert haben. Oh Gott, diverse Wegverlängerungsspiralen. So gut ich kann. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wir müssen, glaube ich, da entlang gehen. In Ordnung. Sicher. Ich bin schon unterwegs. Weil wir aktuell sowieso keinen Bauplatz haben. Ihr vier. Ihr seid jetzt Gruppe 0. Viel Spaß bei der Burg. Ja, mein Lord. Gut. Niemand Drakon wird sich halt genauso sichtbar machen wie nur an mir. Winter, Ari. Es schneit. Ich bin schon unterwegs. Quicksave. Ich werde nicht riskieren, dass Ari uns auf bitterste Art und Weise im Winter ersäuft. Sicher. Kiste. Ja. Kiste. Renn, Ari. Okay, dieses Wasser gefriert nicht. Ich bin schon unterwegs. Oh, 1200. 1200 Holz, davon haben wir so gut wie gar nichts. Ja. Wenn ihr es für richtig haltet. Gruppen. Wir brauchen für Leibeigene. Gruppe 9. Rennt dahin. Lieber als das. Wie ihr wollt. Na gut. Ich möchte auf der Ansatz des Wassers auch ein bisschen was zur Hand haben, damit wir dort Dinge bauen können. Wenn ihr es für richtig haltet. Ja! Na gut. Ja, ja. Ja. Scheint ja mir nicht anlässlich zu geben. Wie ihr wünscht, mein Herr. Es ist Zahltag. Gut, das Wetter ist nicht ganz so unbeständig wie nur mir. Ja. Na gut. Und die Karte ist nicht ganz so riesig. Ich bin schon unterwegs, wenn ihr wollt. Wie ihr wollt. Wenn ihr es für richtig haltet. Spottkiste. Freilich.
Ich bin schon unterwegs. Sicher. 2001. Oh, da bist du über eine Eisenkiste gestolpert. Hoppla. Von 9? Ja, ihr hackt schon Hals. Es gibt hier echt viele Bäume. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Da Holz gefällt. Freilich. Wirklich viele Bäume. Wenn ihr es für richtig haltet, könnten wir zum Ende unseres Lebens Sperrträger hier ausbilden. Wenn ihr es für richtig haltet, wenn ihr wollt. Wir sollten die Bogenschützen vielleicht mitziehen. Ja, mein Herr. Hier haben wir 3000 Steine. So gut ich kann. Sehr wohl. Ja. Ich mache paranoides Drehen der Kamera. Sicher. Ja. Sicher. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold. Schickt die Bogenschützen zur Festung hoch. So soll es sein. Ja. Na gut. Vielleicht gibt es ein Dorfzentrum. Ich wäre interessiert. Sehr wohl. Ja, mein Mann. Ja. Ich bin schon unterwegs. So gut ich kann. So gut ich kann. Ja. So. In Ordnung. Ich denke nicht, dass wir die Festung kriegen werden. In Ordnung. Wie ihr wollt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Sicher, dass wir einen Quicksave hier an dieser Stelle anlegen, falls wir die Festung doch bekommen. Gehe ich aber nicht von aus. Viel zu viele Truppen drin. So gut ich kann. Könnten wir gegen alles verteidigen. Und Dorio. Gut, dass ihr gekommen seid. Wie ihr seht, haben wir ein Problem. Invasoren belagern unsere schöne Stadt. Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr dem ein Ende bereiten könnt. Sprecht mit Drake, im Süden der Stadt. Er befehligt die Truppen Drakons und kann euch vielleicht helfen. Man hat euch mit einer neuen. Und Drakon wurde aufgedeckt. Sehr viel Erkundungsarbeit, die uns abgenommen wurde. Attackiert. Freilich. Und damit endet der Sommer. Der Winter. Und wir haben wieder Sommer. Jupp, jupp. Und ein Siedlungsplatz. Gruppe 0. Nein, Gruppe 9. Und dann haben wir Schnappt's euch. Übers Ohr gehauen und der Dachchef. Ich bin schon unterwegs. Gibt ihr auch tatsächlich Platz, auf den wir uns ansiedeln können? Kiste. Ja. Hier sparen wir. Sicher. Kiste. Ich bin schon unterwegs. Ja. Steine. Ich bin schon unterwegs. Steine sind gut. Wenn ihr es für richtig haltet. Was für ein nützlicher Hintereingang. Da ist keine Kiste gewesen, aber ja. Wir können den Bogenschützen ja ein bisschen erkunden lassen. Gut, dass dieses Wasser im Winter nicht friert. Wie ihr wollt. Ja, mein Herr. Euer Wunsch ist mir Befehl.
Wahrscheinlich wird Drake uns hier Dinge zur Verfügung stellen oder uns sagen, wir sollen es hier irgendwie aufbauen. Um ihm hier zu helfen. Sicher, wenn ihr wollt. Natürlich. Geht mit Darius zu Drake. Möglicherweise kennt Drake einen Ausweg aus diesem Dilemma. Natürlich. Wirklich. Ich bin schon unterwegs. Wie erwartet, dass er einen Weg außen rum. Der Tag der Abrechnung. Dem sich möglicherweise Dinge machen lassen. Sold werden gezahlt. Fertig. Hier wird schon weiter am Bauplatz gearbeitet. So, ihr habt das geschaffen. Podcast. Aber gern. Ich hätte gern die Meme, so die hier sind. Ari? Die Kiste ja. Holen? Lieber nicht. Lieber hier hin. Wenn ihr es für richtig haltet. Nicht außenrum gehen. Außenrum könnte dich möglicherweise töten. Okay, es gibt hier echt viel Lehm. Und echt wenig Platz für Wohnhäuser und Bauernhöfe. Seid unbesorgt. Ja, mein Lord. Ah, guck mal. Mary Vark und wahrscheinlich Kerberos liegen hier schon in der Gegend rum. Mary und Vark auf jeden Fall schon mal. Spottkiste, okay. Wie ihr wünscht, mein Herr. Drake. Hallo Dario. Schön, dass du mich mal besuchen kommst. Du bist schon so einsam. Ich bin hier so alleine und interessant. Schade, dass es gerade ein unpassender Moment zum Feiern ist. Weil ich so interessant bin. Ich feiere nie. Die Invasoren sind weitaus mächtiger, als wir befürchtet hatten. Falls du vorhast, mit deinen Truppen gegen sie zu kämpfen, dann werden wir euch dabei leider nicht helfen können. Zu interessant, um mich mit dir zu befassen. Warum das nicht? Kein Arsch in der Hose. Das sag ich dich fetten Jahresstaat, die das einfach unterdrückt. Die sind unterstützt. Nein, das ist nicht. Die Moral meiner Truppen ist durch die vielen Verluste inzwischen so weit in den Keller gerutscht, dass sie sich weigern zu kämpfen. Denn unmittelbar sich zu verteidigen ist absolut unmöglich. Außerdem bin ich zu interessant und mache das gleich einfach alleine. Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Mit den letzten Worten murmelte Drake noch etwas über Minenarbeiter, über Minenarbeiter in dem Bad. Darauf weiß im Moment nichts damit anzufangen oder was es bedeuten könnte. Darum beschließt daher, dem Gümmel über angebliche Minenarbeiter auf den Grund zu gehen. Finde mit Dario den Minenvorarbeiter und sprich mit ihm. Ja, und natürlich fängt es an zu regnen. Maus, auf dem Bildschirm bleiben. Wie ihr wünscht, mein Herr. Pass auf, jetzt war es gleich ein Riesengefühl, als wäre Ari von unserer... Warum gibt es Feinde in Darius näher? Da. Ich weiß, ein Riesengefühl, als wir mit Ari von der Basis runtergegangen sind. Von unserer Burg. Wenn wir bestimmt jetzt noch brauchen. Versucht ein bisschen konzentrierter zu arbeiten hier. Ihr streut euch zu weit. Die Bäume müssen hier Stück für Stück weg. Sobald die ganze Insel freigerodet ist, laufen Dinge besser. So, passt hier irgendwo ein Bauernhof hin? Hier passt einer hin, da passt einer hin. Botkiste war wieder leer.